Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Vortrag Lernen in sozialer Interaktion. Ganz besonders begrüße ich Anke König von der Universität Fechter. Sie ist Professorin und hat sich in den letzten Jahren stark auch ja schon auch mit eigenen Forschungsansätzen und eigenen Forschungsperspektiven etabliert. Und deshalb freue ich mich auch, dass sie da ist, weil sie an einigen Stellen doch etwas ganz anders macht als die Kollegen und Kolleginnen, die vorher da gewesen sind und meines Erachtens auch damit, ich sag mal, ein Feld für Forschung aufgemacht hat, was spannend ist und was sicherlich auch Nachahmer und Nachahmerinnen findet. Lassen Sie sich also überraschen. Anke, herzlichen Dank, dass du da bist und ich wünsche Ihnen einen spannenden Vortrag. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank für die Einladung hier nach Osnabrück. Und ich begrüße Sie herzlich zu dem Vortrag Lernen in sozialer Interaktion, empirische Befunde und theoretische Zusammenhänge. Ja, worum soll es gehen in den nächsten 60 Minuten? Im Mittelpunkt steht das Lernen in sozialer Interaktion. Und mein Ziel ist es, Sie zum einen zu sensibilisieren dafür, wie dieses Lernen in sozialer Interaktion zusammenhängt mit der Entwicklung des Individuums. Der zweite Punkt ist, wenn es um diese Begriffsklammer geht, Lernen in sozialer Interaktion, dann ist es eben auch interessant zu gucken, wie verortet sich das derzeit in die Reformprozesse in der Elementarpädagogik. Gut, Lernen in sozialer Interaktion, was meint man damit? Also gucken wir erziehungswissenschaftlich oder aus der Pädagogik, dann lässt sich das in den Bereich der Erziehung und Bildung verorten. Und dort, wenn man bildungsphilosophisch guckt, kann man gleich andocken an Humboldt. Der beschreibt nämlich auch, dass die sogenannte Sozialität notwendig ist, um Bildung zu befördern. Was meint er damit? Er meint damit, dass Bildung im Dialog geschieht, und zwar im Dialog des Menschen mit sich selbst, mit anderen und der Welt. Er sagt hier auch, dass diese Sozialität eben praktisch nicht zu einer Überformung der Individualität führen soll. Und er zeigt deutlich, dass dieses Spannungsfeld zwischen Selbst und Welt tatsächlich was ist, was jetzt Bildung in irgendeiner Weise anregen kann. Wichtig ist ihm, und das markiert er auch deutlich mit seinen Selbstbildungsprozessen, dass letztlich Bildung nur im Individuum selbst vollzogen werden kann. Ich habe Ihnen noch ein bildungsphilosophisches Zitat mitgebracht von Jaspers. Zitat: Bildung bringt den Einzelnen durch sein eigenes Sein in die Mitwissenschaft des Ganzen. Der Mensch vermag umso entschiedener, er selbst zu werden, je klarer und erfüllter die Welt ist, mit der seine eigene Wirklichkeit eins wird. Okay, auch hier sehen wir, wie sich ein Spannungsfeld aufmacht zwischen dem eigenen Sein und der Mitwissenschaft des Ganzen. Hier kommt noch ein Stück mehr dazu, also nicht nur dieses Konfrontiertsein mit dieser Außenwelt, sondern tatsächlich, wie Humboldt schon beschreibt, in einen Dialog treten oder hier sehr viel deutlicher noch in die Mitwissenschaft kommen, also eine Teilhabe zu haben oder Partizipation an dem Ganzen ist praktisch gefragt. Das wirkt auf das Selbst, steht hier auch. Umso entschiedener er selbst zu werden, je klarer und erfüllter die Welt ist, mit der seine eigene Wirklichkeit eins wird. Das heißt, erst wenn das Teil auch von mir wird, kann diese Form von Anregung auch in mir wirken. Wenn ich also jetzt von Lernen in sozialer Interaktion spreche, dann geht es vor allem darum oder mir darum zu gucken, wie lassen sich Lern- und Bildungsprozesse praktisch befördern, um in der Sprache Humboldts zu sprechen, wie lassen die sich unterstützen. Ich fokussiere dabei auf einen bestimmten Bereich, nämlich auf die Interaktion zwischen Pädagogin und Kind.
Wenn wir heute mit diesem Themenfeld arbeiten und danach suchen, dann knüpfen wir nicht mehr so stark an diesen bildungsphilosophischen Theorien an, sondern wir orientieren uns vor allem an empirischen Befunden. Okay, was erwartet Sie? Ich mache nochmal deutlich, worum es geht bei sozialer Interaktion, welche Bedeutung soziale Interaktion hat. Ich weise darauf hin, wie soziale Interaktion gestaltet werden kann, um Bildung und Lernen praktisch jetzt zu befördern. Ich reiße dieses Spannungsfeld auf. Was hat soziale Interaktion jetzt in der frühen Bildung für eine Funktion? Was wird damit ausgesagt? In welche Richtung entwickelt sich damit auch das Feld? Und letztlich mache ich einen Ausblick und ich denke, dann ist auch noch Zeit für die Diskussion hier im Forum und vor allem für Ihre Fragen. Als ich mich mit diesem Themenfeld der Interaktion begonnen habe zu beschäftigen oder mehr oder weniger auch mit dieser Disziplin Pädagogik der frühen Kindheit, da war das Anfang 2000, das war die Zeit nach PISA, als die PISA-Studien besonders stark gewirkt hat. Man hatte fast das Gefühl, als würden sie unmittelbar in die Elementarpädagogik einfließen und die Kritik war hoch und das ist natürlich erstaunlich in erster Linie, wo es ja in den PISA-Studien um den Leistungsstand von 15-Jährigen ging, warum jetzt praktisch der Fokus in die Elementarpädagogik. Die Elementarpädagogik war im Kreuzfeuer oder die Kindergartenpädagogik wurde kritisiert, vor allem in der Hinsicht, dass man gesagt hat, dass hier praktisch zu viel informelle Lernprozesse nur stattfinden. Man wollte das Ganze, dass es kognitiver stattfindet. Man hat gefordert, dass es eine strukturiertere Lernumwelt in diesem Feld braucht. Man hatte ein großes Anliegen daran, ja genau, wie lässt sich Bildung und Lernen hier nun befördern. Für mich war es dann so, dass ich mich vor allem mit zwei Wissenschaftsbereichen insbesondere auseinandergesetzt hat. Ganz klar, einmal musste ich wissen, wenn es mir jetzt auch darum geht zu sagen, wie lässt sich denn Bildung befördern, gibt es dazu überhaupt irgendwelches Wissen oder Befunde, dann guckt man in die Bildungsdiskussion und ich habe mich auf den Weg gemacht zu gucken, welchen Diskurs fährt man denn hier derzeit. In der Zeit war es auch absolut notwendig, sich international zu orientieren, da die Forschungsarbeiten in der Elementarpädagogik in Deutschland relativ übersichtlich war und ich habe mir erhofft, im internationalen Raum eben auch Anregungen zu holen. Also ein Blick ging in Richtung Bildungsdiskussion und der andere Fokus ging dahin zu sagen, weiß man denn auch irgendwas darüber, was irgendwie wirkt, welchen einen besonderen Effekt hat in Richtung Lernprozesse befördern in diesen frühen Jahren. Und das war in der Zeit insbesondere die Qualitätsforschung, die da sehr stark war. Seit den 90er Jahren hat man sich auch international dazu Gedanken gemacht, ob denn nun Kindergartenpädagogik, die einzelnen Programme überhaupt wirksam sind, wozu führen die Kinder und lassen die sich in irgendeiner Weise praktisch auch verändern. Mit Fokus auf die Bildungsdiskussion habe ich mich vor allem konzentriert auf sogenannte Survey-Studien, die praktisch mehrere Ansätze angucken und dann praktisch herausfiltern, welcher Bildungsbegriff, welches Lernverständnis derzeit vorneweg steht. Dort hat sich relativ schnell im internationalen Raum herauskristallisiert, dass es ein sozial-konstruktivistisches Bildungsverständnis ist. Und es wurde insbesondere betont, dass bei diesem Bildungsbegriff es darum geht, die Kokonstruktion praktisch in den Mittelpunkt zu stellen zwischen Pädagogin und Kind. Den Begriff der Kokonstruktion ist Ihnen vermutlich nicht fremd. Susanne Fürnickel hat hier auch schon einen Vortrag gehalten und sie hat den Begriff der Kokonstruktion mit Eunice eingeführt. Sie hat es im Zusammenhang mit den Peers gebracht und hat gesagt, Eunice hat insbesondere darauf hingewiesen, dass es bei der Kokonstruktion um ein Wechselverhältnis geht zwischen Gleichen, absolut Gleichen. Und sie hat es bedeutet,
deutlich gemacht, dass das was anderes ist als dieses Verhältnis zwischen Pädagogin und Kind. Jetzt taucht aber der Begriff der Co-Konstruktion in der Bildungsdiskussion auf, bei diesen sozialkonstruktivistischen Bildungsverhältnissen, und man muss es ernst nehmen. Tatsächlich ist dieser Begriff eine Form von Vision. Man geht tatsächlich davon aus, dass man eine klare Subjekt-Subjekt-Beziehung zwischen Pädagogin und Kind gestalten kann. Das ist praktisch das, was man nutzen möchte für Bildungs- und Lernanregungen. Okay, was hat mir die Qualitätsdiskussion geliefert? Also in der Bildungsdiskussion geht der Fokus in Richtung Interaktion, Kokonstruktion zwischen Pädagogin und Kind. Was sagt denn die Qualitätsdiskussion, was wirksam ist, was ist effektiv? In der Qualitätsforschung werden häufig drei Ebenen unterschieden, nämlich die der Orientierungsqualität, der Strukturqualität und der Prozessqualität. Was ist darunter zu verstehen? Orientierungsqualität meint, welche Orientierungen haben die Pädagogin in Richtung irgendwelcher theoretischer Ansätze, welche Programme bevorzugen sie in Form von Situationsansatz zum Beispiel oder Retschopädagogik. Und man guckt, inwiefern hat es Einfluss auf Effektivität in Richtung Lern- und Bildungsprozesse von den Kindern. Strukturqualität guckt in die Richtung, welche Bedingungen sind hier, welcher Erzieherin-Kind-Schlüssel ist hier zum Beispiel, welche Möglichkeiten stehen hier auch räumlich, Personal und so weiter zur Verfügung. Und die Prozessqualität guckt tatsächlich auf Gruppenebene. Sie guckt, mit wem ist das Kind, mit welcher materiellen und sozialen Umwelt ist das Kind direkt konfrontiert. In dieser Qualitätsforschung stellen sich in unterschiedlichen Forschungsarbeiten eines heraus, dass weder Orientierungs- noch Strukturqualität eigentlich den höchsten Einfluss haben auf die Effektivität, sondern man beschreibt praktisch die Prozessqualität als die Qualität, die überhaupt die anderen Qualitäten zum Tragen bringen. Das heißt, auch hier geht es ganz stark in Richtung Interaktion. Differenziertere Studien zeigen dann auch sehr deutlich, dass eben dieser Fokus auf die Interaktion zwischen Pädagogin und Kind praktisch eine ganz wichtige Variable ist, um hier tatsächlich Lernen und Bildungsprozesse zu bewirken. Das heißt, wir haben hier am Ausgang von meinen Forschungsarbeiten tatsächlich etwas, wo sich eine mehr oder weniger Theoriediskussion und die Forschungsdiskussion, empirische Befunde treffen. Und zwar in einem Punkt, nämlich in dem, dass sie sagen, beide, es ist die Interaktion zwischen Pädagogin und Kind, die anscheinend eine wirksame Variable ist, um Lern- und Bildungsprozesse zu befördern, in Anführungszeichen. Gut, wenn man nun sich mit solchen Prozessen auseinandersetzen möchte zwischen den Subjekten, dann gibt es empirisch zwei Anknüpfungspunkte. Zum einen kann man sich auf die Erziehungsstilforschung konzentrieren. Die hat eine stärker unipolare Ausrichtung. Das heißt, man hat den Fokus sehr stark auf der Pädagogin und guckt praktisch, wie sich bestimmte Verhaltensweisen zeigen und fasst diese unterschiedlichen Merkmale praktisch dann in einem Konstrukt von Erziehungsstil zusammen. Die Interaktionsforschung, die fasst viel stärker die intersubjektive Perspektive auf, und Sie erinnern sich, ich habe es eben gesagt, uns geht es um den Fokus der Co-Konstruktion, also dieses Wechselverhältnis zwischen diesen beiden Subjekten. Bei der Interaktionsforschung kommt eine Gemeinsamkeit zum Tragen, nämlich diese Intersubjektivität. Also von dem her eine besonders dienliche Forschungsrichtung für das, was es hier jetzt zu untersuchen gilt. Interaktionsforschung, die differenziertesten Befunde, die wir in diesem Bereich haben, liegen in der frühen Eltern-Kind-Interaktion. Hier gibt es tatsächlich ausgesprochen viele Studien und hier wird wirklich im Sekundentakt kodiert, wie Interaktionen tatsächlich ablaufen zwischen diesen jungen Kindern und ihren primären Bezugspersonen.
Die Säuglingsforschung, die hat sich auch in den letzten Jahren, also seit den 80ern so ungefähr, nochmal völlig verändert. Und zwar von der Richtung, dass man früher gesagt hat, dieses junge Kind, das braucht vor allem eben die Fürsorge und man muss dafür sorgen, dass es eben genau diesen Ruheraum und auch diesen Schonraum zur Verfügung hat. In den letzten Jahren hat man aber immer stärker gemerkt, wie dieses junge Kind von Anfang an regelrecht die Akteurin ihrer Entwicklung ist und sich hier aktiv praktisch mit der Welt oder mit ihrer Umwelt auseinandersetzt. Man sah sehr früh, dass die Kinder schon in diesem Säuglingsalter von Anfang an zwischen belebten und unbelebten Objekten unterscheiden können. Und noch viel mehr, man sah, je länger die Kinder auf der Welt sind und sich hier involvieren, desto deutlicher können sie auch anfangen, regelrecht Kategorien zu bilden. Man sah, dass die Kinder eben im Laufe des ersten Lebensjahres anfangen, auch Oberbegriffe zu erkennen. Man hat gesehen, dass Kinder, wenn man ihnen Bilder von Tieren zeigt, eben Katzen, als Katzen identifizieren und wenn plötzlich in dieser Folge ein Hund auftaucht, den als fremd in dieser Reihenfolge wahrnehmen. Das heißt, das hat nochmal einen ganz großen Impuls gegeben, weil man gesehen hat, die kleinen Kinder, die stellen regelrecht Theorien auf und arbeiten die an ihrer Außenwelt ab. Sie machen das aber nicht nur für sich, sondern von Anfang an ist dieser kleine Mensch insbesondere darauf ausgerichtet, mit anderen etwas zu machen. Und die jungen Kinder sind prädestiniert auf die obere Gesichtspartie. Sie gucken praktisch in unsere Augen, wie dieses junge Kind hier auch, und kann uns damit praktisch auch in Bann ziehen. Hier entsteht praktisch das Erste, was eine Form von Verbindung, von Gemeinsamkeit ist. In diesem Blickverhältnis. Ich habe Ihnen ein weiteres Zitat mitgebracht. Zitat: Eine Familie kann kein Kind erziehen, ohne auch von ihm erzogen zu werden. Sein Heranwachsen besteht aus einer Serie von Herausforderungen an sie, seinen neu sich entwickelnden Möglichkeiten zur sozialen Interaktion dienstbar zu sein. Zitat Ende. Also hier wird es deutlich, die jungen Kinder involvieren sich regelrecht in ihre Umwelt und sie beeinflussen sie genauso mit, wie eben die Umwelt auf der anderen Seite mitwirkt. Von Anfang an ist es etwas, was eben in diese Wechselseitigkeit fällt, in diesen Bereich, etwas mit anderen zusammen zu machen. Wir sprechen davon, dass diese jungen Kinder regelrecht zur Interaktion herausfordern, also mit diesem Blickkontakt, den man hier erfährt, spürt eben auch das Gegenüber eine Form von Resonanzverhältnis. Die Merkmale sozialer Interaktion, die man aus diesen frühen Eltern-Kind-Interaktionen herausgelöst hat, wo man sagt, das sind die Variablen, die diese Interaktion in Gang halten, das ist eben dieser Blickkontakt. Es ist eine Form von Sensitivität, die vor allem in jungen Jahren ungleich höher ist bei der erwachsenen Bezugsperson. Und es zielt auf die Reziprozität, auf die Geteiltheit. Ich fange an, hier etwas zu teilen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es geht nicht nur um eine bloße Interaktion, um Wechselseitigkeit, sondern um etwas zu teilen. Diesen Blick oder hier diese Essenssituation zu teilen, die ist dann vorbei, wenn einer von diesen beiden Personen woanders hinguckt und eben einem anderen Interesse nachgeht. Ganz wichtig ist die Geteiltheit, die hier praktisch zum Tragen kommt. Wie wichtig dieses Wechselverhältnis ist und die soziale Interaktion, wird besonders deutlich im Rahmen von der Bindungstheorie diskutiert. Und ich will sie hier nur ansatzweise einführen, weil ich denke, auch dazu wurde schon eine Veranstaltung differenziert durchgeführt. In dieser Bindungstheorie geht man davon aus, dass es ein Bedürfnis von jungen Kindern ist, eben nach Bindung,
und auf der anderen Seite eben von den Bezug, dass es so eine Form von Fürsorgesystem greift. Es greift so ineinander, dass dieses junge Kind eben Bindung oder seine Unwohlsein noch nicht selbst regulieren kann. Es tut es kund in Form von Schreien und Weinen und die Bezugsperson nimmt das Kind auf den Arm und versucht eben hier praktisch, vielleicht ist damit dann auch schon das Bedürfnis befriedigt, was anderes zu sehen. Und der Stressfaktor, der dann praktisch davor war mit diesem Schreien und Weinen, regelt sich nach unten. Was sich hier entwickelt zwischen diesen beiden Subjekten, ist eine Form von Vertrauensverhältnis, auf das ich mich zunehmend verlassen kann, wenn das denn im Gleichgewicht ist, und das mich zu einem inneren Arbeitsmodell führt. Das heißt, ich lerne auch von außen nach innen Selbstregulation. Zunehmend werde ich diese erwachsene Person dazu nicht mehr brauchen, sondern nimm diese Form in mich auf und verinnerliche sie. Das ist ein relativ wichtiger Faktor und bleibt ein Leben lang relevant. Wenn Sie sich an sich selbst erinnern, wenn Sie unter Stress stehen, sei es wegen Prüfungen oder sonst was, dann ist man erstmal damit beschäftigt, diesen Stress nach unten zu regulieren. Wenn uns das nicht gelingt, dann können wir oder haben wir keine Ressourcen für die Außenwelt. Dann können wir nicht offen sein. Und genau in diesem Punkt hängt eben tatsächlich diese Bindungstheorie mit Bildung im hohen Grade zusammen. Nämlich Bindung und Explorationsverhalten ist auf einer Ebene sozusagen angesiedelt. Erst wenn ich hier ein Sicherheitsverhältnis habe, mein Stress nach unten reguliert ist, dann habe ich praktisch die Offenheit, mich nach außen zu wenden. Und das ist der Auftakt für Lernen, um überhaupt Neues zu erfahren, muss ich mich praktisch Fremden auch zuwenden. Und das habe ich nur, wenn ich eben tatsächlich diese Sicherheit habe oder eben tatsächlich diese Selbstregulation dann greift. Wie fein dieses System ausgefeilt ist in der frühen Eltern-Kind-Interaktion, macht auch Papuschek deutlich. Anhand dieser intuitiven Didaktik greift ja auch auf ein Lehr-Lern-Verhältnis hin, hier kann man sehr schön sehen, wie es ineinander greift. Und zwar, dass diese Zeitfenster, also die optimalen Zeitfenster in Reaktion, wenn ich eben praktisch schreie, dass dann auch jemand reagiert, also eine Form von Selbstwirksamkeit zu erfahren, das hilft mir praktisch dann auch als junges Kind, hier Kausalität zu erfahren. Wir beobachten, wie Eltern oder eben auch ältere Kinder mit jungen Kindern in einer bestimmten Weise sprechen. Sie sprechen sehr betont zu denen und auch das hat didaktische Funktion, um tatsächlich Lernen bei jungen Kindern zu befördern, indem das eben hier die Lautbildung in Form des Spracherwerbs hier leichter zu adaptieren ist. Ja, dieses Herstellen von Blickkontakt, also auch Aufmerksamkeit zu haben auf eine Sache, das lenkt praktisch mich auch und hilft mir bei Informationssuche. Also Kinder wachsen hier auch in ein bestimmtes System rein, nämlich in dieses soziale System praktisch Wissen von einem zum anderen auch weiterzugeben. Ja, und auch die Regulation des Wachzustands und dann Verhaltensregulation taucht hier mit auf. Gut, das nur exemplarisch, um Ihnen zu zeigen, wie fein diese Interaktionen untersucht wurden und wie deutlich man hier sehen kann, wie sie ein Unterstützungssystem zu diesem Lernen und Entwicklung von jungen Kindern bieten. Ein besonderer Entwicklungsschritt ist die geteilte Aufmerksamkeit. Und zwar entwickelt die sich auch im Laufe des ersten Lebensjahres so bei den Kindern, wir sprechen von Joint Attention und das meint, dass jetzt die Kinder aus dieser dyadischen Interaktion herausgehen, um Geteiltheit zu üben. Sie können auf ein anderes Objekt zeigen und damit gelingt es dem jungen Kind eben auch andere praktisch auf diesen Tisch aufmerksam zu machen, das heißt, sie auch dorthin zu führen. Und dann liegt unser gemeinsamer Gegenstand nicht mehr nur im Blickkontakt, sondern auf diesem Tisch. Und was damit zusammenhängt. Wir wissen auch,
dass die jungen Kinder, die sowas gut praktizieren oder wenn man jungen Kindern Begriffe beibringt, also im Rahmen von Wortschatzerwerb, dass sie die Begriffe schneller adaptieren, wenn wir in die Richtung zeigen, das ist ein Tisch, und die Kinder, die dann dem folgen, den Begriff schneller aufnehmen und auch benutzen können. Also auch hier haben wir eine Form von Lernen. Wir haben aber hier eine ganz wichtige Form von Lernen, weil sie eben aus dieser Sozialerfahrung herausgeht in eine weitere Dimension. Junge Kinder können schon sehr früh sich in andere hineinversetzen. Das lernen sie. Sie lernen regelrecht lesen im Gesichtsausdruck ihrer Bezugsperson, wie es denen geht und welche Wünsche die eventuell haben können. Das ist für junge Kinder schon sehr früh möglich. Und was ein weiterer wesentlicher Schritt ist, ist die Intersubjektivität. Die kommt wesentlich später. Wir sprechen von der Theory of Mind. Und hier geht es darum, dahinter zu kommen, dass andere Menschen andere Überzeugungen haben als ich. Das ist was, kennen Sie vielleicht, mit dem Begriff auch des falschen Glaubens, dass man tatsächlich das wahrnehmen kann, dass andere was anderes denken als man selbst. Das braucht man eigentlich auch, um überhaupt lernen zu können. Ich habe Ihnen zu beiden ein Beispiel mitgebracht, um das deutlicher zu machen. Also dieses Joint Attention und dieses sich hineinfühlen in anderen ist bei Kindern mit 15 Monaten schon zu beobachten. Hier ist es ein Beispiel von zwei Jungs, die sind 15 Monate alt und hier geht es um Besitz und um Streit von Besitz, um Spielzeug. Und jetzt fängt einer von den beiden an zu weinen. Der Michael, der das sieht, ist genauso betroffen. Also er liest in diesem Gesicht des anderen und lässt los. Also erstmal Spielzeug loslassen, vielleicht hört es dann wieder auf mit dem Weinen. Das tut es nicht. Was macht er? Michael hält inne, dann gibt der Paul seinen Teddy. Das nützt in der Hinsicht jetzt auch noch nichts, aber es ist eine enorme Leistung, die hier vollbracht wird. Er bietet ihm sein Kuscheltier an und dann hält Michael wieder inne, läuft ins Nebenzimmer und holt Pauls Kuscheldecke und reicht sie ihm hin. Paul hört auf zu weinen. Also ein ganz starkes Nachempfinden und auch Beobachtungsgabe zu gucken und nicht nur zu beobachten, diese Kuscheldecke kann helfen, sondern die Strategie der Kuscheldecke zu erkennen, dass die Kuscheldecke und dieser Teddy mit der die gleiche Strategie mehr oder weniger verbunden sind. Das können junge Kinder schon ausgesprochen früh. Was sich erst jetzt nach und nach entwickelt, sind diese kollektiven Dialoge, die auch damit zusammenhängen, hinter diese Überzeugungen zu blicken, die andere haben. Das ist nämlich nicht so ganz einfach. Dieser Dialog, ich denke, Sie können ihn sich selbst kurz durchlesen. Was fällt Ihnen dabei auf? Ist es ein kollektiver Dialog? Ja. Naja, also was mir auffällt, ist, dass Jenny ihre Geschichte erzählt und Chris seine Geschichte erzählt und keine Reaktion stattfindet in dem Sinne. Also kein, sie erzählt ja von ihren Hausschuhen und er erzählt was von seinem Stück Zucker. Mhm. Und dass da keine wirkliche Interaktion im Sinne von, ach, ich reagiere darauf, was du erzählt hast und frage nochmal nach, sondern ich habe auch was und erzähle jetzt von meiner Sache. Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit hier? Also auf der verbalen Ebene finden wir es nicht. Anscheinend haben die ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Ja, sie erzählt ja was und dann erzählt er, ich habe auch was. So. Also im Prinzip möchten ja beide eben zeigen, dass wir was haben. Und sie erzählen ja, er beschreibt was. Auch von der Farbe her und wie das aussieht und was wir machen. Also irgendwie besteht ja schon ein gewisser Bezug.
aber sie beziehen sich eben nicht aufeinander, sondern sie erzählen ja, ne, also. Mhm. Wir haben schon die Wechselseitigkeit, da wird mal der eine kommen, hat das Rederecht, mal die andere, ne, das Rederecht. Aber in der Sache an sich, also sie machen zusammen ein Gespräch, aber im Inhalt können wir es noch nicht nachvollziehen. Wir können noch nicht dieses aufeinander Bezug nehmen in der Rede. Das ist ein Stück mehr. Das machen Kinder, also dann hier die Fünfjährigen, das ist ein Beispiel, die arbeiten zusammen am Tontisch. Und haben Werkzeuge getont, also mit so Architektenton, den es so in Massen gibt. Und der Jan, der hat praktisch einen Hammer gemacht und will den jetzt auch einsetzen. Und der Tom eine Bohrmaschine. Jetzt kommt eben das Spiel. Jan beginnt und er sagt, so, jetzt brauchen wir eine Schraube. Felix, hier rein. Jan, wo ist der Hammer? Hat er ja gemacht. Felix da. Okay. Tom, ich bohr das Loch. Nee, ist doch eine Schraube. Ja, da muss man ein Loch bohren. Ach ja, dann brauchen wir aber auch einen Dübel. Was passiert hier? Ja. Ja, da Tag, also da ist politisch für richtiger Interaktion statt, also da reagieren die Kinder aufeinander und das, was sie spielen, gehört irgendwie zusammen. Also dass jeder baut für sich sein eigenes Werkzeug und letztendlich machen damit später zusammen ein gemeinsames Spiel. Und sie lassen sich auch korrigieren, wie Tom, der dann einsieht, dass man ja doch bei einem Schrauben vielleicht auch noch bohren müsste, aber man braucht noch einen Dübel. Und dafür müsste man dann auch bohren, also dass sie wirklich dann auch einsehen, was sie falsch machen oder sich auch darüber nachdenken, was das Gegenüber sagt. Und, ja. Genau, er erkennt die Strategie wieder, ist hier relativ links, er lässt sich irritieren, er bleibt nicht bei seinem Diskurs dann und ihm fällt es ein. Hat jemand eine Idee, welchen Denkfehler hier aufkommt bei, Jan? Welchen Denkfehler er da hat, in Anführungszeichen Denkfehler, was er anders assoziiert hatte. Ja. Ich glaube, er hat einen Schrauben mit einem Nagel. Genau. Ne? Sind ja auch noch nicht so Langhandwerker. Beide Konzepte sind ja so ähnlich im Prinzip. Ne? Und deswegen war der andere da ganz clever, Schraube super, jetzt Bohrmaschine anwenden. Und so, aber er hat ja schnell eine Lösung. Dübel muss man in die Wand klopfen, dann geht es mit dem Hammer doch auch. Aber dazu brauche ich, und das ist genau dieser andere Schritt, den ich vorhin genannt habe, der Theory of Mind. Dahinter zu gucken, dass andere eine andere Strategie haben und sich von dieser Strategie irritieren zu lassen, das zu nutzen, das braucht praktisch einen weiteren Entwicklungsschritt und das brauchen wir auch, wenn wir lernen wollen, vor allem wenn wir lernen wollen, zum Beispiel über Erklärungen. Dann brauche ich solche Strategien. Kinder, also die Theory of Mind ist auch gut erforscht, interkulturell, also in unterschiedlichen Kulturkreisen. Und die Theory of Mind zeigt auch, dass zum Beispiel Kinder mit älteren Geschwistern sehr viel früher in dieses Stadion eintreffen als andere Kinder. Wir wissen auch, dass zum Beispiel Kinder mit Autismus sehr, sehr viel später, nämlich erst im Bereich der Pubertät, diese Idee der Theory of Mind erfassen oder teilweise auch gar nicht in dieses Konzept kommen. Warum? Weil sie die soziale Interaktion nicht so nutzen wie die anderen Kinder. Also wir sehen, nutze ich die soziale Interaktion, bin ich hier auch herausgefordert von meiner Umwelt, dann komme ich schneller dazu, da auch dahinter zu kommen. Es hat auch damit zu tun, dass Denken praktisch tatsächlich ausgesprochen wird. Überzeugungen, die andere Leute haben, die kann ich nicht sehen, die kann ich nicht in der Mimik oder Gestik von anderen einfach ablesen. Wie ich sehe, dass es jemand unwohl ist oder jemand weint, dann ist er unglücklich, das assoziiere ich damit, wie das bei den Kleinkindern war, sondern Denken ist eben tatsächlich sehr viel komplexer und es ist etwas, das ich nur dann in Erfahrung bringe, wenn ich den anderen danach frage und er es verbalisieren kann in der Hinsicht. Okay.
Mit Lernen oder wenn man sich mit Lernen beschäftigt und wie man Lernen in Anführungszeichen befördern kann, dann kommt man auch ein Stück weit nicht um Lev Vygotsky herum. Er ist mehr oder weniger der Nestor der soziokulturellen Theorie. Er war Zeitgenosse von Piaget, hat aber auf die Entwicklung des Menschen in anderer Weise geguckt als Piaget, während Piaget sehr stark auf das Individuum geguckt hat und wie es sich praktisch entwickelt, ist praktisch Vygotsky jemand, der eben mit seiner kulturhistorischen Theorie des Psychischen vor allem fokussiert in Richtung soziokulturellen Kontext und sagt, Entwicklung wird nicht in erster Linie aus mir selbst heraus angetrieben, also nicht da liegt der Motor, sondern der Motor liegt in meiner soziokulturellen Umwelt. Deswegen ist Vygotsky auch eigentlich dienlich für die Pädagogik, weil wir ja auch als Pädagoginnen praktisch uns mehr oder weniger in Erziehungs- und Bildungsprozesse einbringen wollen und gucken, wie wir von außen sowas mit befördern können. Er zeigt insbesondere über seine Theorie der höheren geistigen Funktion, wie Denken funktioniert und wie unser Denken von Anfang an eigentlich über Kultur geprägt ist. Er sagt, dass wir eben alles immer zweimal mehr oder weniger adaptieren. Also wir nehmen erst den Begriff des Tisches wahr und dann nochmal in uns selbst assoziieren oder verbinden wir ihn, nämlich alle mit unserem Tisch. Auch wenn uns allen klar ist, was ein Tisch ist, vor einem inneren geistigen Auge haben wir alle unterschiedliche Tische vor uns. Die einen denken an ihren Schreibtisch, die anderen denken eher an den Esstisch und die anderen verknüpfen damit dann auch jeweils bestimmte Emotionen an solche Begriffe. Und das macht Vygotsky deutlich, dass wir eben nicht für uns selbst leben oder unabhängig sind von dem, was um uns herum da ist, sondern dass wir wirklich hier mit involviert sind. Er macht eine Begriffsklammer auf, die sogenannte Zone nächstfolgender Entwicklung, und die soll zeigen, dass jedes Individuum auf einem gewissen Entwicklungsniveau angekommen ist und dass von diesem Entwicklungsniveau praktisch nächstfolgend ein potenzielles Entwicklungsniveau liegt. Und er sagt, dass eben genau dieses von außen mit befördert werden kann. Über die soziale Interaktion, aber auch durch Mittel des Spiels oder über auch didaktische Materialien. Ich kann praktisch in die nächste Stufe mitgehoben werden. Und zwar in der Hinsicht, dass ich es zwar noch nicht selbst kann, ganz alleine, sondern eben praktisch Schritt für Schritt das dann mithilfe des anderen sozusagen lernen kann. Ähnliche Begriffsklammern nutzt hier auch Brunner. Er spricht von Scaffolding, also hier kommt man schon dem näher, wie praktisch dieses Lernen oder Bildung befördern werden könnte. Scaffolding heißt Gerüst, so ein Gerüstbau, und macht nochmal deutlicher, dass wir hier nicht irgendwo ansetzen, sondern dass wir zwischen den beiden Niveaus ein Gerüst bauen. Das heißt, wir müssen an diesen, was bisher erfahren worden ist, ansetzen, um was Neues zu konstruieren, und ein Gerüst wird auch nicht aufgestellt, um ewig zu stehen, sondern es muss so gebaut werden, dass es nach und nach wieder abbaubar ist und praktisch dann in eine Eigenständigkeit führt. Also alles eigentlich relativ dienliche Bilder, die uns helfen, als Pädagoginnen auch zu agieren. Eine weitere Klammer, die genau ähnlich funktioniert, ist die gelenkte Partizipation von Rogoff. Die geht allerdings ein Stück über die anderen hinaus, nämlich sie spricht nicht nur von dem, dass ich damit ja eine bestimmte Perspektive einnehme und in einer bestimmten Weise einen Weg vorgebe, wenn ich von dem einen Entwicklungsturm zum nächsten ziehe, also praktisch mehr oder weniger so eine Art Lernziel im Blick habe. Das bringt sie zwar rein mit dem Gelenkt, aber sie weist auch auf die Partizipation hin, und dann sind wir wieder in dieser Geteiltheit, bei dieser Co-Konstruktion. Das muss Teil, also um in die Mitwissenschaft zu kommen, muss es Teil von mir werden. Das ist praktisch ein ganz wichtiger Impuls, der mit dazu kommt. In der Reihenfolge ist es dann auch so, also Barbara Rogoff wirft die jüngste Theorie dazu auf. Okay. Gelenkte Partizipation,
Das benutzen nicht nur Erwachsene, sondern das benutzen eben auch Kinder untereinander. Auch die nutzen praktisch gelenkte Partizipation, um andere auf etwas hinzuweisen, also diese Geteiltheit herzustellen und um etwas zu bewirken, und zwar in einer ganz bestimmten Weise zu bewirken. In dem Beispiel sind Kinder dabei gewesen, eine Höhle zu bauen. Und das haben sie mit so einem konkaven Brett gemacht und links und rechts hatten sie so große Bauklötze dazugestellt. Dieses konkave Brett ist so groß, dass links und rechts zwei Kinder halten müssen, wenn man das heben möchte. Und jetzt ist es so, dass praktisch ein Teil der Mauer sozusagen eingekracht wurde. Die zwei Jungs, die das bisher vor allem eigenständig gemacht haben, der Clemens zum einen und noch ein weiterer Junge, die sind jetzt aber damit beschäftigt, dieses Brett zu halten. Und jetzt brauchen sie jemand anderes, nämlich diese Marie-Helene, die ihnen jetzt hilft, diese Mauer wieder aufzubauen. Und dabei taucht ein kleines Problem auf. Marie-Helene sieht es, sie sagt, guck mal, hier ist ein Loch. Und jetzt muss man praktisch, Clemens weist darauf hin, Marie-Helene, hol mal die Glötze raus. Die Glötze raus. Marie-Helene holt die Glötze raus. Jetzt kommt's. Alle auf einen Stapel. Und dann schiebt drunter. Also sie soll wieder alle Glötze raus, alle auf den Stapel drunter schieben. Marie-Helene schiebt einen Klotz drunter. Wird sofort darauf hingewiesen, so nicht. Alle auf einen Stapel. Marie-Helene guckt hilfesuchend, also an sich versteht sie ihn, also an sich kein Verständigungsproblem, so nicht, hat sie auch gemacht. Clemens, alle auf einen Stapel. Marie-Helene schiebt vorsichtig wieder einen Klotz drunter, wird dann aber schnell unterbrochen. Alle auf einen Stapel. Marie-Helene, so, legt den Klotz aufrecht vor sich hin. Ja, alle auf einen Stapel. Marie-Helene schiebt ihn dann zu den anderen. Die Klötze liegen nun waagrecht vor ihr. Jetzt hat sie sie zwar so rum nebeneinander liegend und jetzt zum Stapel müsste es aufgestellt werden. Jetzt musst du es richtig hinstellen. Marie-Helene versucht es, ist jetzt aber wahnsinnig schwer, weil es so große Klötze sind. Und jetzt, Marie-Helene versucht die Klötze alle zusammen aufzustellen, was misslingt. Und dann kommt von Clemens einer auf den anderen. Marie-Helene schiebt nun einen Klotz darunter und legt die anderen drauf. Clemens, genau, alle auf einen Stapel. Was war das Problem in dieser Kommunikation? Ja. Ja. Wahrscheinlich, dass es so, dass Clemens ja eigentlich immer wieder sagt, alle auf einen Stapel, nicht so, sondern alle auf einen Stapel, merkt man ja, dass ihm anscheinend sehr klar ist, wie das auf einen Stapel soll und Marie-Helene aber nicht. Und am Ende erklärt er ja dann ja alle auf einer auf den anderen und das ist Stapel und nicht nebeneinander auf dem Stapel oder so, sondern halt alle aufeinander. Genau. Aber er hat sich halt da nicht so explizit ausgedrückt. Na, er hat schon explizit gesagt, das ist ja ein Stapel, aber sie kannte den Begriff nicht. Sie kennt den Begriff Stapel nicht. Sie versteht ja alles außenrum. Ne? Also so soll sie es nicht machen. Sie war sich auch unsicher, naja, einen soll ich nicht drunter schieben, sondern Stapel, was ist Stapel? Das ist nicht klar. Das lernt sie in dieser Lektion. Einen auf den anderen ist Stapel, alles klar. Jetzt nehme ich es praktisch mit. Aber man sieht auch, dieser Clemens hat eine klare Richtung. Ne? Also das ist Guided Participation. Sie ist auch Teil davon. Sie steigt da nicht aus. Sie ist nicht außen vor, sondern sie ist hier involviert. Sie versucht dem nachzugehen und sie bleibt auch mit dabei. Und da sehen wir, wie diese Interaktionen aufgebaut werden. Wenn wir solche Subjekt-Subjekt-Beziehungen machen, dann haben wir nicht gleich ein Dialogfeld. Die beiden da, die hatten jetzt noch kein Dialogfeld, weil dieser Stapel eigentlich, also dass er umgefallen ist, diese Bauklötze, war schon klar. Und es braucht
wieder diese Sensitivität, die wir auch in der frühen Eltern-Kind-Interaktion schon herausgearbeitet haben, und zwar wechselseitig. Ich muss wechselseitig bemüht sein, nochmal nachzufragen, nochmal zu versuchen, ist es das, ist es das? Also genau dieses, wir sprechen auch von Grounding, was stattfinden muss, wenn wir jetzt tiefer in eine Kommunikation einsteigen wollen und von dem anderen was lernen. Also dem nachzugehen, dass ein anderer eine andere Strategie verfolgt als ich, und darüber lernen zu können, das braucht praktisch diesen Austausch, diese Geduld, dabei zu bleiben. Und dann kann sich ein Dialogfeld aufreißen, wo wir wirklich tatsächlich über das Gleiche sprechen. Das ist dann auch das Herstellen von Intersubjektivität, das sich hier bemerkbar macht. In meinen Untersuchungen habe ich praktisch ganz viele Studien durchgeguckt und habe mir immer wieder über was befördert oder was unterstützt Lern- und Bildungsprozesse von jungen Kindern. Also auch in der Pädagogik-Kind-Interaktion stellt sich vor allem diese sozial-emotionale Beziehung als grundlegend heraus für das, um in so ein Beziehungsverhältnis zu kommen, um gut lernen zu können. Ähnlich wie ich es hier in der frühen Eltern-Kind-Interaktion nochmal verdeutlicht habe, wie wichtig es ist, dass ich mich sicher fühle, dass ich hier nicht unter Stress stehe, um offen zu sein. Das ist auch was, was sich in der pädagogischen Beziehung eben praktisch zeigt. Es zeigt sich was anderes, total Zentrales, nämlich dieses Element des Involvement oder auch der Partizipation, Teil von der Sache zu sein. Und zwar nicht nur, dass Marie-Helene hier involviert ist, sondern Clemens musste hier genauso involviert sein, weil wenn er das nicht wäre, dann könnte er nicht mit bei der Sache sein. Dann würde sie vielleicht, weil er jetzt nichts mehr sagt, einfach das Interesse verlieren und gehen. Wir müssen praktisch von beiden Beteiligten, von beiden Subjekten dieses Involvement suchen. Und Involvement meint auch eine hohe Aufmerksamkeit. Die beiden bleiben da relativ lang mit dabei. Also wirklich sich darauf einzulassen, das ist auch mit Teil von solchen Interaktionen. Und dann geht es ein Stück weiter, weil das reicht ja noch nicht, um einen Impuls von außen bekommen zu haben. Und dann kann man sehr gut sehen, dass viele Studien auf Problemlösungsprozesse hinweisen, die als besonders dienlich gelten. Warum? Weil wenn ich vor einem Problem stehe, dann kommt auch so eine Reibung zustande. Ich weiß nicht, wie praktisch das jetzt zu machen ist. Also muss ich mich mit anderen austauschen und gemeinsam mit denen die Lösung finden. Man hat erkannt, dass spezifische Frageformen besonders förderlich sind. Also in der Hinsicht, dass man eben tatsächlich diese unterschiedlichen Gedanken aus den anderen auch praktisch herauslockt, in Anführungszeichen, sodass die dann die Gedankengänge auch verbalisiert werden. Oder eben sie bringen mich auch zum Nachdenken, wenn etwas in Frage gestellt wird. Funktioniert es denn tatsächlich so? Dann komme ich praktisch in den Bereich der Irritation. Und Irritation ist immer der günstige Bereich, wo ich praktisch in einer Form von Transitionalstadium mich befinde. Ich bin jetzt irritiert, mein bisheriges Konzept funktioniert so nicht, und wir sagen, hier ist die größte Lernbereitschaft, wenn Irritation vorhanden ist. Weil jetzt kann es sein, dass ich mich dieser neuen Idee zuwende oder ich wende mich eben wieder ab und lasse los. Aber oft, ich stelle es in Frage, so wie es eben der Jan oder Felix vorhin auch gemacht hat. Und es sind die Aushandlungsprozesse. Also wenn ich wirklich in diesen Dialog der Aushandlung komme, wo ich schon in diesem gemeinsamen Dialogfeld bin und mich jetzt über die Sachen austausche. Also zum einen sozial-emotionale Beziehung und dann aber auch dieses Involvement in Form von auch Aufmerksamkeit von beiden Beteiligten und die anderen, die alle in Richtung, naja, sowas von Instruktion, von so einem Impuls von außen geht. Jetzt kommt Irritation auf, jetzt kommt ein Stück mehr. Pianta hat auch sich Gedanken darüber gemacht, was gute Interaktionsgestaltung hat, und er greift folgende Faktoren auf. Auch er nennt die emotionalen Faktoren und das Instruktionale, aber er nennt auch noch mit dazu organisatorische Faktoren in Form von Classroom Management. Was meint er damit? Classroom Management ist eigentlich die Fähigkeit, wo ich praktisch in der Lage bin, mir Freiraum zu schaffen.
Auch in einen von meinen eigenen Studien ist mir genau das Gleiche auch aufgefallen. Und die habe ich mal mitgebracht, nur einen Teilaspekt. Und zwar habe ich ganze Typen von Erzieherinnen gefunden, die sich unterschiedlich im Raum der Interaktion bewegen. Man muss sich den Kindergartenraum ja so vorstellen, in der Freispielzeit, dass da rein theoretisch jedes Kind in ein anderes Projekt mitverwickelt sein kann. Das heißt, jederzeit kann praktisch die Erzieherin mit irgendeinem anderen Kind zugange sein und mit dem sich austauschen. Wenn wir aber sowas bewirken wollen, was ich eben beschrieben habe, dass wir praktisch so ein Dialogfeld aufbauen, dann können Sie sich vorstellen, dass das auch eine gewisse Zeit erfordert, um überhaupt mal in so ein gemeinsames Dialogfeld einzutreten. Das ist ja nicht ad hoc vorhanden. Dazu gab es unterschiedliche Erzieherinnen-Typen. Hier sehen Sie 60 Minuten, das ist das horizontal angezeigte, und vertikal die unterschiedlichen Interaktionssituationen. Also viele Erzieherinnen verhalten sich so, 60%, in der Hinsicht, dass sie zu lang andauernden Interaktionen kommen. Das ein Kästchen sind eine Minute und da können Sie sehen, sie verweilt auch manchmal länger, geht wieder zurück zu bestimmten Interaktionssituationen, bleibt auch mal ganz lang wo und hat auch kurzfristige soziale Kontakte, wo es eben um so Sachen geht wie Schuhe zubinden oder wo ist ein Blatt Papier oder kann ich mal kurz auf die Toilette gehen oder sowas. Aber da gibt es ja noch 40%, die sich anders verhalten haben. Zum einen gab es welche, die kaum in Interaktion verwickelt waren. Das heißt, die werden vermutlich auch eben, oder kann man hier auch sehen, rein zeitökonomisch, gibt es hier nicht eine Phase, wo man tatsächlich von solchen intensiven Interaktionsphasen sprechen kann. Das heißt, hier findet über die Form keine Beförderung von Lernen statt. Und wir finden auch zu einem sehr hohen Prozentsatz Erzieherinnen, die permanent in andere Interaktionen verwickelt sind. Und das ist eine Form von Classroom Management, nämlich sich Freiraum zu schaffen, auch längerfristig mit einer Gruppe zusammen etwas machen zu können. Weil der Raum an sich natürlich ein sehr anspruchsvoller Raum ist, weil sehr viel Aktivität ist und das muss ich praktisch auch managen, auch zu sagen, jetzt bin ich hier und nachher komme ich zu dir. Damit schaffe ich mir Freiraum, auch wirklich eine Tätigkeit fertig machen zu können mit den anderen Kindern. Und das braucht es, wenn man tatsächlich von solchen intensiven Interaktionsphasen sprechen möchte. Ja, spezifische Frageformen habe ich vorhin noch erwähnt. Das ist dienlich, weil eben tatsächlich unterschiedliche Ansichten zum Tragen kommen. Hier das Beispiel der Pädagogin. Was glaubst du, warum es im Winter schneit? Also hier kommt es praktisch zu unterschiedlichen Überzeugungen, die Kinder haben. Und da stehen auch immer die Alterszahlen dabei, also 3 Jahre, 11 Monate. Der Junge antwortet, damit die Kinder Schlitten fahren können. Mädchen, 4 Jahre, 9 Monate. Nein, die Regentropfen werden zu Schneeflocken. Weiterer Junge, 5 Jahre und 1 Monat, weil es kalt ist. Deshalb beginnt es zu schneien. Das Mädchen wieder. Wenn es wärmer wird, schmilzt der Schnee. Also, was passiert hier? Einerseits kommen wir hier unterschiedlichen Wissensbausteinen auch von Kindern nahe. Also der kleinere Junge, der es eben schnell mit diesem Schlittenfahren assoziiert, was dienlich ist für ihn. Aber dieses Mädchen, das eben schon diese Regentropfen und die Schneeflocken in Bezug setzt, und der Junge, der mehr oder weniger das aufgreift und sagt, dazu muss es kalt werden. Und dann eben das Mädchen, die wieder darauf rekurriert und dann sagt, wenn es wärmer wird, schmilzt der Schnee. Also solche spezifischen Frageformen fordern Kinder auch heraus. Man sieht, was der oder die andere denkt und man kann sich von diesem Denken des anderen anregen lassen. Man kann da was mitnehmen. Die zurzeit am häufigsten diskutierte Interaktionsform ist das sogenannte Sustained Shared Thinking. Es wird sehr, oder von mir auch als dialogisch entwickelnde Interaktionsprozesse beschrieben. Sie gilt, das ist ein ganzes Konglomerat, diese Interaktion,
die beschreibt praktisch, wie oder wenn man in so einer Situation ist, dann ist es besonders naheliegend, dass Effekte in Richtung Lernen vonstatten gehen. Was muss dazu wirken? Also zum einen, mit Sustained Shared Thinking wird eine Episode beschrieben oder ein Interaktionsprozess, in der zwei oder mehrere Kinder gemeinsam versuchen, ein Problem zu lösen, was wir vorhin auch hatten mit den Problemlösungsprozessen, sich Geschichten auszudenken, Gedankengänge zu klären oder auch, wenn gemeinsame Aktivitäten abgesprochen werden. Was braucht es dazu? Alle Beteiligten müssen involviert sein in den Gedankengang und diesen weiterentwickeln. Also es braucht immer diesen Impuls von Weiterentwicklung, der uns anregt, der uns in einer gewissen Weise irritiert, um aus so einer sozialen Interaktion tatsächlich eine pädagogische Interaktion auch zu machen, um Lernen und Bildung praktisch voranzutreiben. Wenn wir in Studien gucken, dann kann man sich fragen, wie sieht es mit Kindergartenalltag aus? Tauchen da denn solche Interaktionsprozesse auf? Und sowohl Studien aus dem nationalen als auch internationalen Raum zeigen sehr deutlich, dass eben die soziale Interaktion zwischen Pädagogin und Kind im Kindergartenalltag nur einen geringen Zeitanteil im Tagesablauf einnimmt, wenig intensiv gestaltet wird und es vor allem auch an Strategien mangelt, Kindern angemessen zu unterstützen. Derzeit gibt es darüber am meisten Impulse über das Thema der Sprachförderung. Darüber wurden sehr viele Strategien praktisch, wie man mit Kindern gemeinsam Bilderbücher angucken kann in Form des dialogischen Lesens, praktisch nehmen hier Einfluss. Was wir auch wissen oder wohin eine andere Richtung geht, ist die Sache, dass wir gucken in Richtung Erwachsenen-Kind-Beziehung, wie die aussieht. Also wir haben abgeklärt, auch im deutschsprachigen Raum, dass praktisch diese Mutter-Kind-Beziehung und die Pädagogin-Kind-Beziehung an sich unterschiedlich sind. Wir wissen aber auch, dass eben die Pädagogin-Kind-Beziehung, wie sie in der, im Kindergarten auftaucht, sehr viel stärker die spätere Beziehung zu den Lehrkräften mit beeinflusst. Wir wissen auch, dass eine gute Erzieherin-Kind-Beziehung an sich positive Effekte hat in Richtung Peer-Beziehung. Und was vor allem Pianta und Haus beobachtet hat in sehr großen Studien, ist das, was alle sehr irritiert hat, nämlich dass die Qualität der Erzieherin-Kind-Beziehung stabil bleibt, obwohl die Erzieherin wechselt. Das hat deswegen irritiert, weil wir hier eigentlich nicht davon ausgehen können, dass das ein stabiles Modell ist, weil wir interagieren immerzu mit allen anderen Leuten wieder anders. Und das hat uns in der Hinsicht auch oder wird in der Hinsicht diskutiert, vor allem weil man Wirkungen sieht in Richtung Lehrkräfte. Das heißt, ein bestimmtes Beziehungsset zieht sich von der Vorschulzeit in Richtung Schulzeit. Und man erklärt es so, dass man sagt, dass manche Kinder sich besonders gut mit diesen Pädagoginnen auch involvieren und an ihrer Interaktion mit denen feilen und die immer besser zustande kommen und das dann auch im Schulbereich in einer besonderen Weise unterstützen. Und dass es in anderer Weise anderen Kindern weniger gut gelingt, sich hier zu involvieren, sei es, weil sie vielleicht auf eine andere Form von Interaktion ausweichen, die ihnen bekannt ist und auf die sie jetzt nicht treffen. Die Ergebnisse an sich zeigen, dass noch wenig professionell mit Interaktion im pädagogischen Raum in der Elementarpädagogik umgegangen wird. Also es wird nicht als professionelle Interaktion in erster Linie genutzt, sondern intuitiv genutzt. Das heißt eben nicht wirklich danach geguckt auch, mit wem fällt es mir eigentlich schwer, in Kontakt zu kommen und wie kann ich das verändern, wie komme ich besser an dieses einzelne Kind heran und wie kann ich sowas aufbrechen? Weil erst wenn mir das gelingt, kann ich dieses Kind auch in diese Bildungswelt hineinziehen. Dann wird das Kind auch Teil von dieser Lerngemeinschaft oder Bildungskultur, die in diesem Raum vorhanden ist. Weil sonst ist ja diese Teilhabe, diese Mitwissenschaft gar nicht möglich.
Neuere Forschungsarbeiten gehen deswegen ganz stark in Richtung Professionalisierung. Man ist vor allem daran interessiert, wie effektiv sind Weiterbildungen, weil wir eben gesehen haben, die Interaktion wird nicht besser über Berufserfahrung an sich. Das verändert sich nicht. Also ob ich nun kürzer oder länger im Beruf bin, das hat nicht diese Auswirkung auf die Interaktion. Und das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass sie intuitiv durchgeführt wird und wenig professionell genutzt, also wirklich als didaktisches Instrument. Man sieht in den Forschungsarbeiten, dass vor allem kurzfristige Coachings in Form von Video-Coachings, wie wir es auch von Eltern-Kind-Trainings kennen, ganz effektiv sind. Was wir derzeit noch nicht wissen, ist, wie lang anhalten diese effektiv sind, also wie sich dieses Verhalten verändern lassen. Verhalten zu verändern, kennen wir alle von uns selbst, das ist nicht einfach und es braucht praktisch auch eine Form von Coaching von außen. Videotraining ist deswegen sehr sinnvoll oder gut anzuwenden, weil ich dann mal die Perspektive auf mich habe über eine Außenperspektive. Ich kann mich mal von außen angucken. Ich kann mir mal im Nachhinein das angucken, wie ich eigentlich interagiere. Weil das sehen wir ja eigentlich in der Form nie. Also von dem her steckt hier hohes Potenzial. Und hier liegen zurzeit eben ganz viel Kraft in Richtung Forschungsarbeiten. Ja, ich habe gesagt, mir geht es nicht nur um diese Sensibilisierung für Interaktion auf der einen Seite und Entwicklung der Kinder auf der anderen, sondern mir geht es auch darum, Ihnen nochmal deutlich zu machen, was diese Diskussion um soziales Lernen im Rahmen frühe Bildung eigentlich bedeutet. Ich habe gesagt auch, seit ungefähr 2000 steht die Elementarpädagogik mehr oder weniger im Kreuzfeuer. Es geht darum, praktisch den Stellenwert der Elementarpädagogik neu auszuloten innerhalb des Bildungssystems. Und wir setzen einen neuen Schwerpunkt, zumindest in der Diskussion derzeit, in der Trias Bildung, Betreuung und Erziehung liegt der Schwerpunkt stark auf Bildung. Und es ist diese Begriffsklammer zu sagen, informelle Bildungs- und Erziehungsarbeit muss durch eine strukturelle Lernumwelt praktisch ergänzt werden. Wir wissen über frühe Bildung, dass sie auch effektiv ist. Sicherlich ist das Elternhaus effektiver, aber zumindest aus der englischen Langschnittstudie können wir auch Effekte erkennen, wo praktisch zumindest Elementarpädagogik praktisch einen besonderen kompensatorischen Impuls trägt. Das ist was, was wir derzeit im deutschsprachigen Raum noch nicht haben, aber ich denke, über die Entwicklung der Professionalität ist hier einiges zu machen und das wäre notwendig, um eben tatsächlich diesen bildungspolitischen Forderungen und auch den hohen Erwartungen, die man hat, an Elementarpädagogik nachzukommen, nämlich tatsächlich ausgleichend zum Elternhaus zu erziehen. Und dazu wäre es absolut notwendig, dass wir die Kinder in die Bildungskulturen praktisch auch involvieren. Und das gelingt sehr gut über das Anknüpfen an informellen Lernprozessen. Die Diskussion, die wir derzeit führen im Rahmen frühe Bildung, ist für mich eine andere, als die wir in den 70er Jahren geführt haben. Und ich versuche es zu erklären. Mit der Diskussion um frühe Bildung ist für mich die Chance verbunden, dass wir unser Bildungssystem im Allgemeinen vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Nämlich unser Bildungssystem in unserer Gesellschaft hat sich über die Universitäten entwickelt und ist dann über die Sekundarschulen weiterentwickelt worden bis zur Entwicklung der Grundschule Anfang des 20. Jahrhunderts erst und wird jetzt gesehen mit der Basis des Kindergartens von unten. Damit gelingt es tatsächlich, eine Kurve von lebenslangem Lernen zu ziehen und es wird auch europäisch so diskutiert. Es heißt, frühkindliche Erziehung und Bildung soll als Fundament des Bildungssystems gelten. Die Grafik an sich ist Ihnen vielleicht so bekannt, sie hat sich aber genau in umgekehrter Reihenfolge entwickelt. Das heißt, wir haben vor allem unser Bildungssystem über formales Lernen entwickelt und nicht über informelle Lernprozesse. Und wir lernen eben von Anfang an, wie uns ja auch die frühe Säuglingsforschung gezeigt hat. Die große Chance, die ich hier sehe in Form des Ausblicks jetzt aus, liegt eben darin,
dass die Herausforderung der Zukunft ist, frühe Bildung wirklich in das Bildungssystem zu integrieren, als Teil des lebenslangen Lernens. Deswegen schließe ich mich auch der Diskussion an, ob ein eigenständiger Bildungsauftrag nicht eher hinderlich in der Hinsicht ist, weil es um Anschlussfähigkeit geht über die unterschiedlichen Bildungsbereiche. Hier sehe ich die größte Chance, weil ich sage, hier kann man informelles und formelles Lernen stärker verbinden. Also auch das gilt es im gesamten Bildungssystem klarer herauszuarbeiten, dass praktisch mein Lernen niemals losgelöst ist von informellen Lernerfahrungen, die ich im Vorfeld gemacht habe. Wenn wir Kinder für Lernkulturen interessieren wollen, dann gilt es genau auf diese Schnittstelle zu gucken. Was habe ich für informelle Lernprozesse? Wo habe ich hier schon eine Öffnung in Richtung formelle Welt, Lernprozesse erfahren, weil in meinem Elternhaus das eben mit befördert wird? Und wo steht sowas wenig zur Verfügung? Das ist praktisch eine hohe Sensibilität, die wir uns bewusst machen müssen. Und es geht auch darum, dass sich eben Pädagoginnen selbst stärker als Teil einer Lernkultur verstehen und das zum einen in der Hinsicht sich bewusst zu machen, dass man nämlich selbst auch zu einer bestimmten Bildungskultur gehört und die ist einem eben vertraut und eine andere Bildungskultur ist einem eben fremd und dass man genau damit arbeiten muss, wie man nun auch andere dafür interessieren kann oder eben auch sich selbst anregen lassen und in Frage stellen. Und in der Hinsicht sich wirklich aktiv als Lernpartnerin zu empfinden, weil der ganze Lernprozess funktioniert immer über Partizipation, über dieses Involvement. Also hier nicht zu früh sich aus Lernprozessen zurückzuziehen, was im englischen Raum dann mit diesem Early Childhood Error beschrieben wird. Also man zieht sich viel zu früh zurück und ist nicht mehr Teil von dieser Lernkultur, sondern auch eben hier diese Lernkultur mitzutragen. Denn, und ich schließe auch bildungsphilosophisch und bin dann auch am Ende meines Vortrags, Zitat, Bildung als Antwort auf Welt, Bildsamkeit. Damit ist Bildsamkeit nie einfach gegeben, nie einfach vorhanden als Möglichkeit des Kindes, als gleichsam abstrakt verfügbare Potenz. Sie zeigt sich als Antwort auf Herausforderungen, als Ergebnis pädagogischer Beziehungen und Erwartungen, ebenso wie kultureller Angebote. Ja, vielen Dank. Dann brauche ich ja gar nichts mehr sagen. Lass doch rumstehen. Ja, Sie haben die Möglichkeit für Nachfragen, Bemerkungen. Ich bitte Sie jetzt, Ihren Gedanken kundzutun. Also ich würde die Beziehung zur Erzieherin und wenn wir in dem Denken bleiben, der Lerngemeinschaft, dahin sehen, dass sie ein Schlüssel ist zu dieser Lerngemeinschaft, zu dieser Lernkultur, die hier ist. Und deswegen auch dieser Eintritt oder diese Peer-Kultur praktisch mitgestaltet wird. Das ist ja nicht eine Exklusivbeziehung, anders als diese Mutter-Kind-Beziehung, sondern es ist eine distanziertere Beziehung, die auch eben über höhere Distanzen auch funktioniert, also eine begleitende Beziehung. Also ich sehe sie als Teil dieser Lernkultur und deswegen auch förderlich für Peer-Kultur, sich nämlich für die Außenwelt auch zu öffnen. Ist Ihre Frage beantwortet, oder? Nicht so ganz. Dann haken Sie nochmal nach. Also es geht jetzt nicht nur um bloße soziale Kompetenz, sondern schon darum, dass also quasi das Verhältnis zur Erzieherin auch das Verhältnis zum Rest der Gruppe irgendwie bestimmt, oder?
Ja, aber Sie dürfen natürlich jetzt nicht, es gibt natürlich immer auch so, man darf das nicht in den Einzelfall übertragen. Es gibt natürlich auch schwierige und vielleicht auch viel zu enge Erzieherin-Kind-Beziehungen, wo das vielleicht auch eher eine sehr dyadische Interaktion bleibt. An sich ist es aber eine Interaktion, die geöffnet werden soll für die Lerngemeinschaft. Also mein Teil als Pädagogin ist ja auch, Kinder mit anderen in Kontakt zu bringen, weil ich von Peers ja genauso viel lerne, wie man ja auch aus den Beispielen gesehen hat. Das muss ja ein Teil meiner pädagogischen Arbeit sein. Also wenn man wirklich von dieser professionellen Erzieherin-Kind-Beziehung ausgeht in diesen Bandbreite, dann kann man sagen, das Arbeiten ist darauf ausgerichtet. Okay. Sie sehen so nachdenklich aus. Ja. Heißt das im Umkehrschluss, dass eine schlechte Beziehung zu Erzieherin oder eine schlechte Interaktion einen auch quasi so in der Peer-Hierarchie ein bisschen nach unten stuft? Ich glaube, Sie dürfen es nicht am Einzelfall mitnehmen. Natürlich könnte das sowas sein, wenn diese aus dem Gleichgewicht, aber dann würden wir auch nicht von guter Erzieherin-Kind-Beziehung sprechen. Wenn wir von einer guten Erzieherin-Kind-Beziehung, dann ist praktisch die Lerngemeinschaft im ausgewogenen Gleichgewicht. Ich öffne mich nach außen. Deswegen ist es auch klar, dass wenn ich das als eins ansehe, als eine Lerngemeinschaft, dann ist auch klar, dass wenn ich hier nicht drin bin, dass ich dann auch außen vor bei den Peers bin. Weil das eine bestimmte Form von Lerngemeinschaft ist. Dann kann ich mich zwar hier auch aufhalten, aber ich nehme auch zu den Peers und was die an Aktivitäten machen, die ja auch zu dieser Lerngemeinschaft gehört, da bin ich dann auch nicht mit dabei. Also sie ist schon auch ein Schlüssel, weil sie ja, das ist es nämlich, sie bestimmt diese Lernkultur in einer gewissen Weise, ja. Und dafür müssen wir uns sensibilisieren, eben wenn man professionell handelt. Wer ist denn hier außen vor und wen hole ich rein oder was müsste ich denn hier verändern, dass das offener ist? Ich habe bloß eine kleine Zitat am Anfang, war von Karl Jaspers, dem Existenzialisten. Ja. Gut, das war alles. Noch eine Frage, nämlich zu dem letzten Satz mit der strukturierten Lernkultur. Wie stellst du dir denn vor, ich sag mal, wie man die definiert? Weil die Erzieherin hat, ich sag mal, unterschiedliche Vorstellungen von dieser Lernkultur, normative Vorstellungen aus Fachpolitik, Ministerien, Bildungspläne und sowas haben Unterschiede. Wissenschaft haben vielleicht nochmal ganz andere. Was ist diese strukturierte Lernkultur? Strukturelle Lernkultur ist für mich dieses, was uns Anschlussfähigkeit schafft in unser Bildungssystem. Prinzipiell gehe ich davon aus, dass es ganz unterschiedliche Bildungskulturen gibt, die auch gut sind. Ich glaube aber, unser Bildungssystem hat eine bestimmte Bildungskultur und die befördert bestimmte Verhaltensweisen. Deswegen haben wir in Deutschland auch eine starke Abhängigkeit von irgendwelchen Bildungsabschlüssen und sozialer Herkunft. Wir sehen immer noch, dass die Bildung über die soziale Herkunft am stärksten mitbestimmt wird. Meine Vision ist, dass wir uns stärker für diese Sachen sensibilisieren, was Kinder hier in einer besonderen Weise stark macht, was sie aus ihrem Elternhaus mitbringen, damit wir es auch den Kindern zur Verfügung stellen, die das in ihrem Elternhaus nicht erleben. Dann könnten wir wirklich kompensatorisch erziehen, wenn wir dafür eine Sensibilität haben. Und das meine ich mit strukturierterer Lernumwelt, sowas im Blick zu haben und es mit anzubieten, um hier wirklich Zugänge zu schaffen zu diesen Bildungswelten. Okay, dann frage ich nochmal nach, weil das interessiert mich jetzt einfach. Man ist ja in unserem Bereich der Pädagogik der frühen Kindheit oder Frühpädagogik oder wie auch immer, weggegangen von dem Begriff der Vorschulerziehung, ich sag mal zu sagen, nein, es ist nicht das alleinige Merkmal, auf die Schule vorzubereiten oder vor der Schule zu sein. Ist das dann so ein bisschen Rollback? Oder? Nee, das ist ja auf keinen Fall. Ich habe ja gesagt, ich sehe die Diskussion völlig anders als in den 70ern. Da hat man nämlich gemacht, ich schiebe es an die Schule. Ich habe aber gesagt, das Bildungssystem muss sich genauso öffnen für informelle Lernprozesse. Und dieses, wo kommen die Kinder her? Dann habe ich das richtig verstanden. Wenn von Ihrer Seite nichts mehr ist, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag. André König, herzlichen Dank.
für den breiten Ausschlag. Schönen Tag.